Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute mache ich endlich ein Video zu meinem allerliebsten Messer, dem Victorinox Ranger Hood. Viel Spaß damit! Bevor ich euch meine Meinung zu diesem Messer mitteile, aber erst einmal die harten Fakten. Das Victorinox Ranger Hood ist 130 x 31,5 x 22,5 mm groß und wiegt dabei 163 Gramm. Die Griffschalen sind aus Nussbaumholz und so geschliffen, dass sie sich gut in der Hand anfühlen. Die Klingenlänge beträgt 8,7 cm und ist arretierbar. Insgesamt verfügt das Messer über folgende Funktionen: Feststellklinge, Dosenöffner mit 3 mm Schraubendreher, Kapselheber mit feststellbarem Schraubendreher, Drahtabisolierer, Holzsäge, Stechbohrnähale, Korkenzieher und einem Inox-Ring zum Befestigen eines Lanyards. Das Messer ist in gewohnter Victorinox-Qualität und kostet um die 65 Euro. Warum mag ich jetzt eigentlich dieses Messer so gerne? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es eine kleine Geschichte hat. Wir haben es damals aus dem Werksladen direkt bei der Fabrik gekauft. Beginnen wir also außen bei dem Messer erstmal damit, dass die Haptik einfach toll ist. Dadurch, dass es Holzschalen hat, ist die Maserung immer ein bisschen unterschiedlich und damit ist jedes Messer natürlich in seiner Art und Weise ein kleines Unikat, zumindest außen. Toll ist ebenfalls die Größe der Klinge und dass die Klinge feststellbar ist und mit einem Knopf wieder eingeklappt werden kann. Das ist nicht bei jedem Victorinox Messer so und ist natürlich schön ein bisschen sicherer, wenn man große, grobe Schnitzarbeiten macht und ähnliches. Wie schon erwähnt, ist die Klinge ziemlich groß, gerade für einen Victorinox, und eignet sich, obwohl das Messer so kompakt ist und so schön schlank ist und gut in der Hand liegt, für grobe Arbeiten. Natürlich nicht für brachiales wie Batonieren oder ähnliches, aber ist beim Schnitzen, bei gröberen Sachen, ist es durchaus gut. Gleichzeitig ist auch noch ein Pluspunkt die relativ große Säge, mit der man ja also fast bis zu 8 cm Baumstämme, ich sag bewusst Baumstämme, mit ein bisschen Aufwand, aber man kann sie durchsägen damit. Natürlich ist dieses Messer auch in einer Art Multitool und die ganzen anderen Optionen, die dran sind, wie eine Nähale, ein Korkenzieher, ein Schraubenzieher, ein Kapselheber etc., sind natürlich alle dabei, sind auch praktisch. Die Schärfe des Messers ist top, natürlich nicht Rasiermesser scharf out of the box, aber trotzdem ordentlich scharf, um alles zu schneiden und zu schnitzen, was man nur möchte. Und ich besitze das Messer mehr als ein Jahr und ich muss es bis jetzt noch nicht nachschleifen. Es könnte natürlich mal wieder nachgeschleifen werden, aber es muss nicht, weil es trotzdem noch seine Schnitz- und Kocharbeiten gut erledigt. Ein paar Worte noch zur rechtlichen Situation. Es ist ein Klappmesser, kann aber nicht einhändig geöffnet werden, das heißt, es fällt zumindest in dem Punkt nicht unter das Führungsverbot. Allerdings ist es relativ groß für ein Klappmesser, da kommt es natürlich auf den einzelnen Polizisten an, ob er euch das durchgehen lässt, so ein großes Messer einfach mit euch rumzuschleppen. Ich trage es überall, auch in der Stadt und sonst wo, und im kleinen Lederetui an der Gürtel, am Gürtel fällt das auch überhaupt nicht auf, wenn man das mit hat, und es stört auch keinen. Noch ein paar kleine Worte zu Victorinox. Ich denke, über die allgemeine Qualität muss ich nicht unbedingt sagen. Der Stahl ist absolut in Ordnung. Fast jeder von euch besitzt irgendwo ein Victorinox oder hatte schon mal eins in der Hand. Da gibt es nicht viel falsch zu machen. Und ein Großteil der Produktion findet auch noch in der Schweiz statt. Das heißt, man unterstützt sozusagen damit die lokale Produktion und den lokalen Handel, was natürlich nochmal ein kleiner Pluspunkt ist, wenn man an den Preis denkt. Übrigens, das Lederetui für den Gürtel ist nicht mit dabei und kostet, glaube ich, um die 13 Euro extra, wenn man das haben möchte. Ich würde aber durchaus dazu raten, denn sie ist sehr schön, formschön, das Etui, und die Schlaufe hinten dran ist auch groß genug für auch große Gürtel. Alles in allem ein gutes Messer mit einer Top-Qualität, das alles tut, was es soll und überall im Alltag hin mitgenommen werden kann. Ich hoffe, das Video hat dir eine kleine Kaufentscheidung erleichtert oder es hat dich einfach nur unterhalten. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Reviews und Bushcraft-Videos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.